Na, ich bin bisschen genervt. Jojojo, ich sag da am Ende noch was zu, das ist nur ein kurzer Einwand. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr dieses Video liked oder disliked und einen Kommentar schreibt. Ihr erfahrt am Ende noch, warum ich jetzt so danach frage. Dankeschön. Vielleicht war der ein oder andere gestern bei meinem Twitch-Stream dabei. War komplett entspannt. Bin übrigens gerade wieder live. Ich habe den Stream wutentbrannt beendet wegen so einem klitzekleinen Vorfall mit YouTube. Es geht um das Video von gestern. So, was ist überhaupt passiert? Ich war schön am Stream, habe da auf so ein paar Videos reagiert, ganz entspannt. Und dann sehe ich, dass mir die Werbung unter meinem letzten Video, ne, drei YouTuber, die schlecht geworden sind, hops genommen wurde. Ich dachte mir, okay, warum? Das Video war halt eigentlich komplett clean und absolut brandsafe. Habe ich gespannt draufgeklickt. War ein Fehler, hätte ich mir nicht im Stream anschauen sollen. Da wäre mir dieser Totalausraster gestern erspart geblieben. Und bevor jetzt jemand denkt, mach doch nicht so einen Aufstand. Wegen so ein paar Kröten, die dir flöten gehen. For real, das Geld ist mir sowas von egal. Das juckt mich nicht. Was mir da viel wichtiger ist, ist die Reichweite, die mir da einfach weggenommen wird. Ich will, dass meine Videos angeschaut werden. Weswegen sonst lade ich die hoch? Erstmal zum Anfang. Warum wurde mir die Monetarisierung denn überhaupt schwupps genommen? Ganz einfach. Alpha Kevin hat einen Gastpart gemacht. Nicht deswegen, aber in dem hat er über Made My Day geblubbert. Und in diesem Gastpart konnte man ein Thumbnail von Made My Day sehen. Auf diesem Thumbnail war eine Frau. Von dieser Frau hat man die Knie gesehen. Die Knie. Aber diese Knie, die mir den Nerv rauben, sahen halt so ein bisschen missverständlich aus. Unter diesen Knien stand übrigens der Videotitel. Und in dem Titel stand, dass man hier missverständliche Bilder zu sehen bekommt, die aber absolut harmlos sind. Da das aber in meinem Video für 2 Sekunden zu sehen war und anscheinend jemand, der das überprüft hat, den Titel nicht gelesen hat und dachte, na, jetzt habe ich dich. Ne? Deswegen sehe ich jetzt gelb anstatt Geld. Ich wollte daraufhin den Partner-Support anschreiben. Ging nicht. Kann ich nicht. Ich kann mich deswegen nicht beschweren, wegen diesem Missverständnis. Die Möglichkeit ist weg. Warum? Keine Ahnung. Aber es nervt mich, weil ich dieses Missverständnis klären möchte. Ohne Witz, ich liebe YouTube. Das ist eine geniale Plattform, die mir Möglichkeiten gegeben hat. Aber was soll das denn? Das ist mir halt insofern wichtig, weil man diese Videos ja selber einstufen kann. Also manche können es nicht, ich kann das. Ne? Ich kann selber einstufen, sind die werbefreundlich oder sind sie es nicht. Macht man da allerdings Fehler, anders gesagt, einem wird widersprochen, könnte man, ne? Könnte man, falls das oft vorkommt, ist bei mir jetzt nicht der Fall, aber trotzdem, man könnte die komplette Partnerschaft dafür verlieren. Und das möchte ich nicht. Deswegen gebe ich mir Mühe, das auch richtig zu tun. Das Ding ist, mir ist der Blödsinn ja nicht mal vorher aufgefallen. Ich musste ewig gucken, bis ich da überhaupt mal was gefunden habe. Wurde mir hinterher zugeschickt. Aber ich sagte ja am Anfang, die Taler sind mir völlig egal. Ist richtig. Das große Problem dabei ist nämlich, dass einem die Reichweite komplett weggenommen wird, die das Video eigentlich hätte haben können. Das hat mich bei meinem letzten Video, das entmonetarisiert wurde, richtig gefrustet. Und ich beweise euch jetzt auch, dass die Reichweite wirklich weggenommen wird. Und in einem Ausmaß, das nicht mehr schön ist. Es ging um das wichtige Thema mit dem Typen, der die Katzen rettet und toll behandelt. Ich zeige euch jetzt mal einen Screenshot. Das Video ist unfassbar abgegangen. Sowas Heftiges hatte ich in meiner gesamten YouTube-Karriere noch nie. Nach 6 Stunden 147.000 Aufrufe. Das habe ich noch nicht erlebt. Aber dann hat mich der böse Bruder, ich nehme dir jetzt mal für dieses Video die Monetarisierung weggetroffen. Wenn das Video nach 6 Stunden 147.000 hat, wie viel sollte es dann nach 24 Stunden haben? Richtig, 10.000 mehr. Also halten wir fest, das Video macht innerhalb einer Stunde im Schnitt 20.000 Aufrufe, auch noch nach ein paar Stunden. Monetarisierung wird weggenommen und danach macht es in der Stunde 625 Aufrufe. Seht ihr hier auf den Screenshots. Und das war ein unnormal wichtiges Thema. Ich hätte mich richtig gefreut, wenn das noch einige mehr gesehen hätte und da vielleicht mal was ins Rollen kommt. Sowas darf halt nicht auf YouTube sein. Vor allem wurde das auch noch entmonetarisiert, weil ich einen harmlosen Screenshot von dem Typen benutzt habe. Und sein Video war komplett monetarisiert, obwohl das nicht harmlos war. Da kommt Freude auf. Da kommt Freude auf. Genauso bei meinem Video über die ASMR-Tante, die nicht so ganz so schöne Dinge gemacht hat. Das wurde für... Naja, seht ihr hier. Und mein Jan Böhmermann-Video. Das wurde deswegen. Fällt euch da so ein gewisses Muster auf? Das Ding ist ja,
Der Part war nicht mal von mir. Folge ist jetzt, dass ich entweder bei jedem Part 35 Mal prüfe, ob die clean sind, oder ich mache einfach keine Features mehr. Schauen wir mal, wie wenig Aufrufe mein letztes Video über die drei YouTuber bekommen wird. Hat der Algorithmus ja sehr gerne, wenn Videos auf einmal komplett abstürzen. Deswegen, ne, würde mich freuen, wenn ihr das Ding hier teilt. Falls ihr Bock habt zu supporten, liked oder disliked das Video, schreibt einen Kommentar. Wäre cool, wenn ihr supportet. Müsst ihr aber auch nicht. Ich will halt ausgleichen, was mit dem Video passiert ist. Ehre an jeden, der rein supportet. Wirklich vielen, vielen Dank. In dem Sinne, tut es mir leid, dass es hier vielleicht nicht so ein ruhiges Video war wie sonst, ne? Wir hören uns beim nächsten Mal. Schaut auf Twitch vorbei. Discord-Link ist in der Beschreibung und tschüss.